Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe gerade, beziehungsweise eigentlich ist es gestern, Godfrey oder Godric besiegt und sitze nun hier an der Gnade vor dem Baum. Ich darf hier aber nicht reingehen, weil ich gerne ein anderes Ende hätte. Als mir jetzt beschert werden würde, wenn ich da reinlaufe. Das heißt, soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, gibt es noch eine wichtige Sache, die ich erledigen muss, um dieses Ende, das ich haben will, zu bekommen. Und diese eine wichtige Sache nennt sich Marlene. Marlene will verprügelt werden. Ach, ja. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Seval, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, hey. Krass, heute hier. Direkt am Anfang was los. Julius, grüß dich. Hi. Was geht denn jetzt ab? Ich habe eine schwere Rolle. Ja, das wird nix. Das wird so nix. Oh Gott, okay, wir müssen neu starten. Ich brauche einen Restart. Warum? Was habe ich an Ausrüstung angelegt? Ich glaube, ich muss das Schwert wegtun. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier durchschauen. Ja, ich muss, glaube ich, nur das Schwert wegtun. Ja, okay, alles klar. Da lag das Problem. Ich dachte, ich kann beide Waffen mitnehmen, falls ich in der zweiten Phase irgendwie das Schwert einsetzen will, aber nope. In dem Fall nur mit der Keule, aber mit der müsste es eigentlich gehen. Ich vermute fast, dass heute ausschließlich Marlene geübt wird. Marius, hi, Paul, grüß dich. Oh, shit. Ah, noch nicht. Ich bin noch nicht drauf vorbereitet. Ich hab's überlebt. Ich habe es überlebt. Mist. Aber das danach habe ich nicht überlebt. Das danach leider nicht. Ja. Und erneut rein da. Ja, heute Bonus-Stream, beziehungsweise Bonus-Aufnahme. Morgen gibt es leider keinen Stream. Es haben sich private Pläne ergeben. Mist. Ah, und schon ist sie voll geheilt. Und ich habe schon meine Heiltränke verhauen. Erstmal reinkommen, Wie oft ich diesen Satz wohl mittlerweile gehört habe. Ich weiß es nicht. Oh Mann. Komm schon. Das wäre schon irgendwie geil, ne? Wenn ich sie
jetzt geklatscht bekommen. Heute an so einem Bonustag, wo keiner damit rechnet. Den zweiten Sturm, den kriege ich irgendwie hin. Aber der erste trifft mich zu viel. Ich muss aus dem Fokus rausgehen. Ich muss aus das Anvisieren wegdrücken. Ich glaube, dann ist es einfacher. Aber ja. Das muss mein Kopf erstmal hinkriegen. Die Taste verkackt. Ah, Mist. So, mein Kopf war, ich muss jetzt ausweichen drücken. Aber meine Finger haben es einfach nicht getan. Das war so. Ah, das, wieder mal das Reh, das in die Scheinwerfer schaut. Und einfach stehen bleibt. Gibt's nicht, ey, das gibt's nicht. Ich komme noch nicht mal konsistent in die erste Phase, in die zweite Phase rein. Das ist saumies. Hey, Flippo, grüß dich. Aua. Gibt sie mir wieder so hart, ey. Nicht heilen. Ah, Mist. Nein, nein, nein. Ah. Ich bin echt jedes Mal, gucke ich ihr zu, wie sie in die Luft steigt. Und dann schaltet mein Kopf aus. Meine Finger tun nichts mehr. Ich bin dann so. Und wenn ich dann merke, ich muss irgendwas machen, ist es schon zu spät. Ah. Du hast so eine miese Reichweite, ey. Ach, shit. Ich
hätte links an ihr vorbei ausweichen müssen, dass ich das überlebe. Mit diesem langen Stängel, den sie da hat, ey. Und ihr Arm ist ja auch nochmal einen Ticken länger als gewöhnlich. Das irritiert alles. Und dann fuchtelt sie mit dem Ding rum wie Zorro, der einem das Z auf die Brust ritzen will. Ich sollte mal meine Flakons tauschen. Now. Nicht Panik, nicht Panik. Keine Panik. Alles gut. Hübschi. Hi, danke fürs Einschalten an alle. Scheiße. Ah, das war gut. Das war ein guter Versuch, bis die Panik gekickt hat. Ah. Heute übrigens nachher noch ein Aufnahmestream mit Hübschi in Dark Souls 1. Ja, mit Anvisieren hier zu rollen ist so dumm, weil man teilweise dann in sie reinrollt. Man muss hier aus dem Anvisieren rausgehen. Das macht's tausendmal einfacher. Und ich bleib jedes Mal wieder drin und... Wie lange wird's wohl dauern? Wie lange wird's dauern, bis mein Kopf das mit diesem Geflügelding hinkriegt? Mit dem Wassergeflügeltanz. Alles andere, ey. Alles andere ist so gut machbar. Nur der Wassergeflügeltanz, der drückt's mir. Nee, das ist dumm, das zu machen. Klingt nicht so viel bei ihr. Wenn ich den richtigen Moment erwisch, ja.
Shit. Na. Es ist immer die gleiche Attacke. Und das treibt mich langsam wirklich in den Wahnsinn. Dass ich nur dieser Scheißattacke nicht ausweichen kann. Dass ich das nicht hinkrieg. Okay, ich glaube, da war mein Ausdauermanagement gerade eher von schlechten Eltern und da bin ich zu früh ausgewichen. Ich muss mal kurz die Flaschenverteilung ändern. Nicht, dass ich es irgendwann mal schaffe und es dann daran scheitert, dass ich 2 Heilung zu wenig habe. Das wäre richtig mies. Schmeiß mal das alles raus. Dann habe ich hier auch weniger Gefummel im Inventar. Was macht mein Ding eigentlich? Meine Arznei? Ja, okay. Das passt. Jetzt kommt Wassergeflügel-Tanz. Jetzt kommt Wassergeflügel. Nee, doch nicht. Sobald ich hinlauf. Okay. Jetzt. Nee. Jetzt. Nee. Okay, das war ärgerlich. Okay, 2. Phase. Let's go. Ah, fuck. Ah, nee, das geht. Das geht auch noch klar. Okay, das ist Wassergeflügel. Nee, ist es nicht. Das hat mich das letzte Mal gekillt. Ist es das Wassergeflügel? Nee, wieder nicht. Irgendwas anderes, keine Ahnung. Nicht hauen. Nein, ah. Lange überlebt. Wieder was Neues gesehen. Eine Attacke, die war seltsam. Ich habe das Ende von diesem Klonangriff mal gesehen.
Das hatte ich bisher auch noch nicht das gesehen, wie das endet. Da schießt sie auf einen zu dann noch am Ende. Boah. Lukas, Dankeschön. Ja, sie hat aber halt Wassergeflügel nicht gemacht, ne? Wenn sie Wassergeflügel nicht macht, ist alles in bester Ordnung, wirklich. Oh, keine Ausdauer. Oh. Ich muss kurz ausdauern. Kurz Ausdauer. Ah, Wassergeflügel. Fuck. Ach, Mann! Es ist, wenn ich sie anvisiert habe, dann hat mein Charakter eine Richtung, in die er von ihrer Position aus rollt. Und sobald sie dann hinter mich gerät, rollt er weiter in dem Winkel, den ich zu ihr hatte. Und dann rollt er manchmal in so einer steilen Kurve in sie rein. Mist. Und es ist nur der Wassergeflügeltanz. Es ärgert mich mittlerweile richtig hart. Ah. Und dabei der Fassung zu bleiben, ne? Oh. Und sich nicht zu sehr reinzusteigern und aufzuregen und das dann wegzuwerfen. Ja, jetzt ist die Frage, was tue ich? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Verdammte Axt.
Ja, wir haben zu oft aneinander vorbeigehauen, wir zwei gerade. Und ich wollte mich irgendwie nicht heilen, weil ich habe den Moment nicht gefunden zum Heilen. Das war, naja. Weiß nicht, 4, 5 Schläge daneben? Ist immer schlecht. Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es so losgeht. Habe ich immer das Gefühl, ich kann sowieso neu starten. Weil dann habe ich irgendwie nicht den Winkel und nicht die Nähe und dann bin ich sowieso raus. Dann starte ich lieber neu und probiere nochmal den richtigen Winkel zu finden und den richtigen Abstand und das richtige Timing. Da war schon wieder. Das war schon wieder einmal seltsam gerade. Irgendwas war komisch. Genau, dass sie mich schlagen konnte. Obwohl sie zuerst gehittet hatte. Normalerweise gerät sie da immer in einen Stun. In so einen leichten. Das war komisch gerade. Das war sehr, sehr seltsam. Zwischendrin. Da habe ich gerade zu viel drüber nachgedacht, was gerade passiert war. Einmal zu viel gesoffen, aber lieber einmal zu viel als zu wenig, ne? Ach, keine Ausdauer. Fuck. Komm, mach dein Wassergeflügel jetzt mal, dass ich nochmal probieren kann. Tu es. Ja, danke. Okay. Verstehe es nicht, Mann. Sie fliegt um mich rum. Oh. Immer in meine Richtung. Egal, wo ich hier nicht ausweich. Diesmal habe ich es ohne Anvisieren probiert und trotzdem. Sie ist sowas von massig, dass ich sie so viel getroffen habe. Sie hört gar nicht mehr auf. Da war sie gerade wütend, dass ich sie gut getroffen habe. Mehrmals. Da merkt man dann immer, dass die KI kickt. So, der ist zu gut, der muss jetzt ein bisschen auf die Fresse kriegen.
keine Ausdauer gehabt. Und im falschen Moment, im komplett falschen Moment gerollt. Also, tatsächlich will ich ein bisschen mehr Leben haben. Tatsächlich möchte ich etwas mehr Leben haben. Ah, das ist aber so wenig. Was macht das? Wie viel? Weniger. Habe ich noch ein drittes, das mir Leben gibt? Nee, ne? Kritische Treffer regenerieren Lebenspunkte. Der Blutungstreffer ist aber kein kritischer. Naja, dann macht's nicht so viel aus, ne? Ob ich jetzt den nehme? Oder den mit den Angriffsserien? Welcher war denn der andere? Der hier. Da weiß ich nicht mal, ob das überhaupt wirklich was bringt bei der Keule. Aber dann nehme ich mal das bisschen Leben jetzt, dass ich noch mehr habe. Ja, ist nicht viel. Aber vielleicht gibt es mir ja ein besseres Gefühl. Mal schauen. Dass sie dem ausweicht, ist auch so geil, ne? Ey, ohne Scheiß, sie will mich aber gerade auch, ne? Sie will mich aber auch. Die letzten Tries, will sie mich richtig hart. Ah, fuck. Ich hab keine Ahnung. Es trifft mich jeder Schlag. Och Mann, nur wegen diesem scheiß Angriff. Es ist nur diese eine Kacke. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht. Also, ich muss doch irgendwann mal verstehen, wohin ich ausweichen soll, was ich tun kann dagegen. Es kann doch nicht angehen, dass ich's nicht check. Ich glaube, ich werde es doch wieder versuchen. Ich werde es nochmal versuchen, anders zu machen. Ich werde es nochmal versuchen, anders zu machen. Das hatte eigentlich sehr geholfen. Es hatte sehr geholfen. Wie schwer bist du? Hier, Großschild, das wiegt am wenigsten. So. Komme ich irgendwie mit anderen Beinen schon auf eine mittlere Last? Ja, ich könnte mir einen Rock anziehen. Wird ein längerer Kampf.
Und ich darf das Schild nur benutzen, wenn sie Wassergeflügel macht. Oh, meine Angriffe dauern länger. Das ist schlecht. Okay, einhändig dauern meine Angriffe länger mit der Keule. Scheiße. Ach, kacke, viel länger sogar. Kann ich nur einmal draufhauen? Dann kann ich nur einmal draufhauen. Das ist Mist. Vielleicht doch wieder das Schwert. Schild und das Schwert nehmen. Ja, hier wäre sie normalerweise viel mehr gestunt, ne? Okay. Wild. Nee, das fühlt sich scheiße an mit Schild. Aber mit Schild kriege ich das Wassergeflügel wenigstens überlebt. Ich muss es irgendwie hinkriegen, diesem Wassergeflügel auszuweichen. Es klappt ja ab und zu, aber ich muss das konsistenter machen. Das klappt aus Panik und nicht, weil ich es kann. Und tot. Weil ich auch schon zu wenig Leben hatte, um irgendwie mir anzugucken, was sie im ersten Moment tut. Da, wenn ich so wenig Leben habe, wenn sie hochgeht fürs Wassergeflügel, dann... Ah. Irgendwer eine Idee, was es sonst noch zu tun gibt? Im guten Elden Ring. Irgendwer, irgendein Boss, den ich noch nicht geklatscht habe, hat irgendwer eine Idee? Zufällig? Weiß jemand was? Ich glaube, ich habe alles gekillt. Ich habe die ganze Welt gecleared, fast. Und bin für alles OP. Sie ist das letzte Monster, das übrig geblieben ist. Vorm Endboss natürlich, aber ja. Ey, sie will mich aber dann auch immer so hart, wenn ich sie gut treffe, ne?
eine Chance zu heilen gehabt, gerade in dem Moment. Alles andere ist so einfach. Es kann doch nicht sein, dass ich an einem Move so sehr scheitere. Ha. Und so schön erkennbar und gut zu machen und alles. Und es ist nur dieser eine Move, der mich Stunden kostet. Bisschen unnötig. Unnötig viel Schaden gekriegt gerade am Ende noch. Lass mich ganz kurz saufen jetzt bitte, ja? Ganz kurz. Mäh, Marlene. Ganz kurz saufen lassen, Marlene. So, jetzt können wir wieder. Huluch! Ich hab's nicht mehr gesehen! Ich wusste nicht mehr wohin, ich hab kein Timing gehabt, ich war in Panik schon wieder! Nur bei diesem Move! Von euch kommt auch keine Info, wo ich sonst hingehen könnte. Ich gehe davon aus, das ist wirklich, es ist das Letzte. Es ist das Letzte. Keiner weiß, was ich sonst noch machen könnte in Elden Ring. Das Spiel ist durchgespielt. Wenn ich ein bestimmtes Ende will, muss ich jetzt sie killen. Schnauze jetzt. Ich bin gut ausgewichen. Ich bin... Hallo? Nicht mehr aufstehen? Hallo? Hä? Jetzt. Okay, lol. Bug. Buggy ist sie auch noch. Karte vom Untergrund. Bitte kurz. Jetzt oder wie? Oh nee, nicht jetzt, nicht jetzt. Nicht so früh, bitte nicht. Och. Sie fängt mit dem an. Scheiße. Ich war noch gar nicht bereit. Ja, im Untergrund habe ich alles. Und der Untergrund ist gar nicht mal so groß, wie ich dachte. Ich dachte, er wäre viel größer, weil alle gesagt haben so, da ist voll die Action und der ist voll groß. Aber es ist eigentlich ziemlich klein. So ein paar Löcher im Boden. Ich hatte mit Ausmaßen gerechnet, die in Richtung Zelda... Tears of the Kingdom gehen. Da ist nämlich der Untergrund exakt genau gleich groß wie die Oberweltkarte. Und das ist gigantisch groß.
Mist. Ach komm. Verdammte Axt. Ja, alle, Lukas, sind alle besiegt. Alle drei, vier? Wie viele gibt's, weiß ich gar nicht. Pascal und den Tiger und die zwei Gummiboys. Ich glaube, das waren sie, ne? Die drei. Die Gummibärenbande. Das Duo der Gummibärenbande. Pascal und den untoten Fuchs. Fuck, ich verstehe es nicht. Vorhin habe ich auch, bin ich auch so ausgewichen in der Art und sie hat mich nicht einmal getroffen. Es ist nur diese Scheiße. Nein, 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 nein. Okay, ich hab's überlebt. Ah, da kommen zwei. Hab ich vergessen. Das ist ein seltener Angriff, den ich nicht so oft sehe. Fluch! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Mann, 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 Mann. Ich komme nicht auf diesen... Es gibt noch ein paar Heldengräber. Da fehlen mir, glaube ich, noch zwei. Zwei Heldengräber fehlen mir noch. Aber da bin ich halt auch vermutlich. Oder drei? Eins? Wie viele Heldengräber gibt es? Ich glaube, vier wurde mir gesagt. Lass mich ausweichen! Fuck! Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es kann doch nicht. Ach, Mann. Ich muss Glück haben. Ich muss Glück haben, dass sie den Wassergeflügeltanz entweder nicht macht oder ich es irgendwie schaffe, zufällig nicht getroffen zu werden. Ja klar, Alter, ist dann auch mal wieder gut, ey.
Wenn sie das Wassergeflügel nicht macht, ist sie halt... Easy. Dann ist sie leicht. Also leicht, ja. Nee, ich habe schon auch meine Zeit gebraucht, um das alles zu verstehen, was sie da tut. Aber dann ist sie auch nicht so schwer. Das Wassergeflügel ist eins das Einzige, was es schwer macht. Und es ist so krass, wie viel schneller sie plötzlich ist, wenn man gut gegen sie ist, fängt sie auf einmal an, alles rauszuknüppeln. Aber so funktioniert's halt, ne? Sie ist langsam, dass man ein bisschen lernen kann und dann wird sie schneller. Aber das Problem ist, dass diese Langsamkeit, dieses langsame Verhalten der KI... Am Anfang oder wenn man ein bisschen schlechter ist, macht es mir schwerer, mich drauf einzustellen, weil wenn sie dann plötzlich schneller wird und mehr Angriffe rausknüppelt, bin ich auf einmal nicht drauf vorbereitet. Ja, genau da bin ich jetzt in sie reingerollt. Wo soll ich denn hin? In ihren letzten Schlag einfach reingerollt. Wenn ich auf sie zuroll bei ihrem letzten Schlag, trifft sie mich auch. Wie während meiner Rolle. Irgendwann so, weil ihr Schlag einfach so eine Reichweite hat. Warum? Warum? Ich roll doch geradeaus. Brauche ich doch nicht die Richtung wechseln in meiner Rolle. Nur weil ich sie anvisiert habe. Tiefen von Tiefwurz. Ja, da war ich. Das ist doch das hier, oder nicht? Ja. Alles. Sie ist das Letzte. Sie ist das letzte Bollwerk, das mich davon abhält, dieses Spiel mit dem Storyende abzuschließen, das ich gerne gemacht hätte. Ich muss doch, wenn ich auf sie zuroll und meine Kamera sich in ihre Richtung dreht, muss doch mein Charakter nicht auf die Idee kommen, in der Rolle plötzlich eine 90-Grad-Biege zu machen. Und in sie reinzurollen.
Fuck you, Mann. Ich weiß auch nicht mal, ich wüsste ja nicht, ich muss erstmal, glaube ich, das abvisieren. Ich muss sie erstmal irgendwie ab. Das, ich muss meinen Kopf hinkriegen. Eine komplett neue Mechanik. Nach einem halben Jahr Dauer Souls spielen. Dauer, gnadenlos. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Lies of P, Elden Ring. Und alle Spiele habe ich gleich gespielt. Muss mein Kopf erstmal eine neue Mechanik jetzt reinkriegen, dass ich plötzlich sie nicht mehr anvisieren darf. Hallo, ich drück doch ausweichen. Wie oft ich sie noch prügeln muss, obwohl sie kein Leben mehr hat. Ich sehe sie halt auch nicht mehr. Man sieht sie halt. Oh, jetzt kommt die Wasser. Nee, kommt nicht. Okay. Ach, das kam von der. Okay, ich muss denen doch ausweichen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr hingeguckt. Ich habe links unten hingeguckt, weil ich dachte, dass der Wassergeflügeltanz kommt. Alles gut. Ja, ja. Alles. Den Boss in Tiefen habe ich besiegt, ja. Ey, Lukas, ich bin froh, wenn jemand ein bisschen nebenher guckt, ob ich irgendwas vergessen habe vielleicht oder ob es irgendwo noch was Spannendes gibt oder so. Und wenn du da gerade am Start bist, hey, mega. Das finde ich echt großartig. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so rüberkommt, dann tut es mir echt leid. Es liegt vielleicht daran, dass ich hier mit meinen Emotionen zu kämpfen habe. Aber danke, Lukas, dass du ein bisschen guckst. Ja, du, nee, ich glaube, es ist wirklich nur noch sie. Es ist nur noch sie. Sie ist noch übrig. Keine Ahnung! Was soll ich denn tun? Ich probiere in sie rein auszuweichen. Ich probiere von ihr weg auszuweichen. Ich versuche nach links auszuweichen. Ich versuche nach rechts auszuweichen. Ich habe gerade nicht anvisiert. Ich war nicht im Anvisieren-Ding. Das gibt's doch nicht.
Mann, 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 Mann. Ich bin froh, dass nachher Hübschi kommt. Und ich da ein bisschen bei Dark Souls zuschauen kann. Ich bin gespannt, wie sie sich weiterhin schlägt, ey. Das wird spannend. Mann! Man hat aber keine Chance. Man hat auch keine Chance. Wenn man den ersten verpasst und kein volles Leben hat, ne? Wenn ich den ersten kassiere und kein volles Leben habe, dann bin ich schon weg. Ey, das Ganze wäre halb so schlimm, ne? Wenn ich zumindest irgendwie erkennen könnte, was ich tun soll. Wenn zumindest irgendwie erkennbar wäre, was man machen soll, ne? Ich verstehe es nicht. Ob ich mir das DLC holen werde. Ja, deswegen mache ich die ganze Sache hier tatsächlich. Es gibt einen Weg, nicht getroffen werden zu werden von der Attacke. Julius, ich gehe davon aus. Ich denk's mir, aber ich sehe es nicht. Das Emote von Sewald ist der Hammer. Das gefällt mir. Ja, Lukas, tatsächlich mache ich das Ganze hier wegen dem DLC von Elden Ring. Ich möchte vor dem DLC möchte ich durch sein, damit ich den Hype vom DLC vielleicht auch für den Kanal ein bisschen mitnehmen kann. Ich finde den Weg nicht. Ich sehe es nicht. Selbst egal in welche Richtung ich roll. Ich habe nur ein paar Versuche und Stunden Zeit, ja. Ja. Ja, wenn's, also im allerletzten Moment, wenn es natürlich dann gar nicht mehr reicht, ich werde es auf jeden Fall versuchen, sie zu killen, bevor ich zum Ende gehe. Immer näher in die zweite Phase. Wenn sie diese dämliche Attacke nicht macht, dann habe ich sie halt, ne? Es kommt auf die Randomness an. Wenn sie diesen Waterfall Dance, wenn sie den nicht macht oder nur einmal macht und ich zufällig es schaffe, richtig auszuweichen, dann komme ich locker in die zweite Phase. Dann hätte ich das schon viel öfter geschafft. Aber der Wassergeflügeltanz, der killt mich. Ah, ja. Und dann, also, wenn es jetzt tatsächlich länger dauert, ich habe ja noch Dark Souls 2, habe ich gestern nochmal einen Versuch gemacht.
Dark Souls 2 hat mich aber auch sehr schnell in den Wahnsinn getrieben. Ich denke, ich werde Dark Souls 2 nochmal zur Seite legen und mal die kommenden Samstage werde ich einen Dark Souls 1 alle Bosse nochmal machen, weil da fehlt nämlich das VOD auf YouTube. Ich habe auf YouTube noch nicht alle Bosse in Dark Souls 1 getötet und das hätte ich gerne noch gemacht. Das wird als nächstes kommen. Und sobald das erledigt ist, hole ich mir dann, denke ich, Sekiro. Einfach um auch eine andere Art von Spiel mal ein bisschen zu sehen. Also zum Elden Ring DLC als Abwechslung wird es wahrscheinlich dann, allerspätestens dann, wird es wahrscheinlich Sekiro noch geben. Zusätzlich. Entspannt Sekiro zum Runterkommen. Armored Core hätte ich voll Bock drauf. Ist das aber, das ist glaube ich PlayStation exklusiv, kann das sein? Bin mir da gerade nicht sicher. Ich habe keine PlayStation. Die müsste ich erst noch besorgen. Ich habe jetzt die erste letzte Anschaffung war ein bisschen, damit ich den zweiten PC abgreifen kann und Konsolen abgreifen kann und so. Ich wollte eine längere Aufnahme machen. Armored Core 6 gibt es auch für PC. Okay, das könnte man auch nochmal machen in dem Fall. Ich möchte eigentlich eine längere Aufnahme machen. Ich habe jetzt hier nur Fullscreen drin, um einfach ganz kurz runterzufahren. Wir machen auf jeden Fall gleich noch mindestens eine halbe Stunde, denke ich. Das ist jetzt eine kurze Zwischensequenz, die auch auf YouTube landet. Werde ich nicht rausschneiden. Hallo YouTube. So. Hoppala, Entschuldigung. Da bin ich gegens Mikro gekommen. Nioh. Nioh ist nicht von From Software, oder? Dann vielleicht, wenn ich mit From Software durch bin, können wir mal noch über Nioh sprechen. Erstmal die From Software Titel. Deswegen ist auch Lies of P gerade ein bisschen nach hinten gerutscht. Wenn sie nicht 100% in die Kategorie passen. Ey, komm, können wir gerne machen, wenn ich mit From Software durch bin. Ich habe ja gesagt, ich will alle Bosse aus allen From Software Souls Titeln killen und das ist ja aktuell dieses Jahr, also das deswegen, ich gehe jetzt gerade Vollgas durch From Software durch und danach bin ich für alles offen. Auch ganz andere Spiele. Es kommt ja jetzt mit dem Felix am Donnerstag mache ich ja das Koop-Abenteuer. Ich hätte auch mal Bock auf einen Shooter. Ich hoffe, ich kriege in Escape from Tarkov den PvE-Zugang, dann mache ich wahrscheinlich dazu noch ein paar Sachen. Extra kaufen werde ich es nicht, weil ich habe die EOD-Version von Tarkov. Ich bin einer derjenigen, die schon viel Geld bezahlt haben. Ich nehme nicht noch einen Cent in die Hand, um denen irgendwas zu geben, um dann PvE zocken zu können. Deswegen hoffe ich, dass ich Zugang bekomme. Bis jetzt noch nicht. Ansonsten gibt es vielleicht... Andi, grüß dich. Hi. Ansonsten gibt es vielleicht Greyzone Warfare noch oder irgendwie so ein Shooter-Ding halt. Mit so ein bisschen PvE. Skyrim gespielt? Ja, ist nicht so wirklich meins. Spielst du Tarkov? Ja, ich habe relativ viel Tarkov gespielt, ist aber auch schon ein bisschen her jetzt. Weil in letzter Zeit die Cheater-Situation und... also ich würde halt gern den PvE spielen. Da hätte ich voll Bock drauf. Tarkov, PvE... Von mir aus auch mit irgendeinem Kumpel zusammen und das dann für YouTube zusammenschneiden, beide Sichten. Da hätte ich richtig Bock drauf. Allerdings habe ich noch keinen Zugang zu PvE. Und wie gesagt, ich werde nicht nochmal Geld in die Hand nehmen und denen Geld geben dafür. Ich habe schon viel zu viel Geld bezahlt für dieses Spiel. Habe aber auch viele, viele Stunden Spaß gehabt.
bist auch noch nicht frei für PvE. Ja, das ist keine Ahnung, wann das kommt. Gut. Ach, bisschen was anderes gelabert. Genug rumgeschrien. Jetzt wird wieder in aller Ruhe. Ich versuche sie einfach in aller Ruhe. Versuche ich diese Attacke irgendwie zu lernen. Das ist das Einzige, was mir übrig bleibt. Ich muss diesen Wassergeflügeltanz irgendwie lernen. Alles andere ist easy peasy lemon squeezy. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sie kommt doch... Okay. Reden wir mal darüber. Sie steht in der Luft. Und sie kommt doch in meine Richtung. Mein erster Reflex wäre, ich rolle auf sie zu. Weil dann... Wenn sie in meine Richtung kommt und ich auf sie zurolle, fliegt sie über mich drüber mit einer Geschwindigkeit bei diesem Ding, dass ich während meinen Iframes unter ihr durchrolle und sie den ersten Klingensturm quasi ins Leere feuert. Nur den ersten. Es geht nur um den ersten, den allerersten Klingensturm, der aus diesem Geflügeltanz entsteht. Geht nicht, weil, keine Ahnung, sie fliegt dann nicht über mich drüber, sondern lockt auf mich an, sobald ich unter ihr bin und schnetzelt mich tot. Okay, also, in ihre Richtung rollen ist schon mal falsch. Nach links rollen, dann, wenn ich nach links roll, fliegt sie über mich drüber, lockt auf mich an, ich roll nach links und sie fliegt mir hinterher in der Kurve und erwischt mich dann von hinten. Sie kurvt einfach hinter mir rein und killt mich. Vorbei. Solange ich sie anvisiert habe. Ich glaube, was ich noch nicht geschafft habe, aber das macht doch auch keinen Sinn. Ob ich jetzt, wenn ich sie anvisiere, nach links oder rechts roll oder nicht anvisiere. Ich glaube, ich habe noch nicht versucht, nach rechts zu rollen. Ich bin immer nach links gerollt. Kann das sein? Ist der anders, wenn ich nach rechts roll? Roll ich in die falsche Richtung schon die ganze Zeit? Auf sie zu ist falsch. Versuch mal, ich werde mal probieren, nach rechts zu rollen vielleicht. Einfach probieren, ja. Genau, ich probiere mal nach rechts. Weil das ist jetzt sowas, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nach rechts? Ob ich schon nach rechts ausgewichen bin. Zumindest, sie hat genau das Gleiche gemacht. Sie ist an mir vorbeigeschossen und ist dann umgedreht. Es ist genau das Gleiche passiert. Aber zumindest haben mich nur zwei Schnetzler getroffen, glaube ich. Mist, ich wusste, dass es zweimal kommt. Ich wusste, ich muss zweimal ausweichen.
Hab's aber trotzdem verkackt. So viele rote Namen heute bei mir im Chat. Da, sie lockt doch doppelt und dreifach in meine Richtung an. Oh Mann, das ist, aktuell ist es einfach nur random. Es ist einfach nur random, ob ich da durchkomme oder nicht. Und das geht halt so nicht. Das hat halt dann mit Glück zu tun. Und Glück haben, um da durchzukommen, weiß ich nicht. Diese Reichweite, ey. Scheiße. Fuck. Also vom letzten Ding, wenn sie aufkommt und ihren letzten Move macht beim Wassergeflügel. Der letzte Wassergeflügel-Move, da kann ich von ihr wegrollen. Na, scheiße. Hätte ich nach hinten rollen müssen, glaube ich. Dass ich ein bisschen Abstand gewinne. Dann hätte mich, glaube ich, ein paar Schläge nicht getroffen und ich hätte es überleben können. Aber dadurch, dass ich dann mittendrin stand und keinen Abstand mehr hatte, hat mich am Ende die letzten drei Moves, die sie da macht, haben mich dann getroffen. Und damit war es um mich geschehen. Also nach rechts ausweichen ist es halt auch nicht. Es ist nicht auf sie zu, es ist nicht nach links, es ist nicht nach hinten. So, keine Ahnung. Gut, dann hat sich's erledigt.
dann ist es einfach, dann verstehe ich es nicht. Dann ist es für mich, ist es zu hoch. Es ist für mich einfach zu hoch. Ja, Tja. Ein bisschen weggehen und da, also ich stehe ja meistens viel zu sehr unter ihr drunter. Ja, wenn ich genug Abstand habe, ist es auch easy. Ach ja. Also wenn ich genug Abstand habe, ist es gar kein Thema mit dem Wassergeflügeltanz. Aber kann ich halt nicht beeinflussen, ob sie das macht, wenn ich Abstand habe oder nicht. Wenn ich das beeinflussen könnte, wäre es was. Aber leider ist das ja random. Ja. Ich bin auch langsam am Ende meiner Worte angekommen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Was ich sagen könnte, um irgendwen noch halbwegs zu unterhalten oder als cool zu erscheinen. Oder irgendwie, keine Ahnung, weiß auch nicht. Irgendeinen Scheiß von mir zu geben. Habe ich irgendeine coole Geschichte zu erzählen, währenddem ich mir das hier wieder und wieder antue?
Mal erneut. Erneut habe ich keine Geschichte zu erzählen. Vor allem ist es halt so ein Ding, ne? Jetzt hier irgendeine Geschichte zu erzählen, ist gar nicht so schwer. Ist gar nicht so einfach, wollte ich sagen. Genau, da haben wir es schon. Da geht's schon los. Ich muss mich ja halbwegs konzentrieren auf diese Lady, was die tut. Und dann nebenher noch von Gott und der Welt erzählen. Keine Chance. Keine Chance. Ich bin heute mit dem Skateboard zum Kaffee und Kuchen gefahren. Zu Verwandtschaft. Das war nett. Unser kleiner Zwerg fährt schon richtig gut Fahrrad. Für ihr Alter ist die da richtig weit vorne dabei auf dem Rad. Ich muss mit ihr mal wieder auf den Skateplatz gehen. Dass sie da noch ein bisschen mehr Gleichgewicht kriegt und so. Wir haben da so einen Pumptrack auf dem Skateplatz. Da kann man auch super mit dem Fahrrad fahren. Oh, wie angepisst sie ist, dass ich sie so oft getroffen habe, ohne dass sie mich treffen konnte. So, und jetzt haben wir den. Jetzt haben wir den Salat. Ja, zumindest ein bisschen was. Fuck! Scheiße! Ah, schade. Schade, schade. Wäre fast nochmal zweite Phase gewesen. Ja, so ein Pumptrack. Also, so eine Wellenstrecke, die man durchfahren kann mit allerlei Gefährten. Oftmals sind die da mit diesen Scootern unterwegs, mit diesen Tretrollern. Ganz schrecklich. Ganz viele Kinder mit Tretrollern. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann die Eltern. Die Eltern, die ihre Kinder mit Tretrollern auf dieses Ding lassen und dann aber den Kindern nicht beibringen und nicht beibringen zu wissen. Die wissen es halt auch nicht. Die waren nie auf sowas. Die haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Und nicht beibringen können, dass man dort auf die Großen aufpasst, die da unterwegs sind, weil, hey, wenn ich da mit meinem Rad um die Ecke geschossen komme, dann haut's mich zwar auch hin, aber da kommen halt 90 Kilo auf dieses 15 Kilo Kind draufgeknallt und gegengedonnert mit einem Tempo, mit einem Affenzahn. Und die Eltern denken, das ist ein Spielplatz oder so. Da kriegst du echt zu viel. Und wenn du dann was sagst, dann gucken dich manche echt dumm an. Aber die meisten, also ich bin dann echt, ich bin gnadenlos. Ich scheiß die hart gnadenlos zusammen. Und auch die Eltern. Und am meisten hasse ich die, die dann ohne Helm unterwegs sind. Wo die Eltern dann teilweise sogar ohne Helm unterwegs sind, wo du denkst, es kann doch nicht wahr sein. Seid ihr wirklich so stumpf, hirnrissig? Man fährt da mit x Leuten auf Asphalt, die springen. Du springst ja da drüber, teilweise. Das ist wie beim Skifahren oder noch mehr. Da sind richtig viele Leute eng aneinander und du fährst da mit einer hohen Geschwindigkeit auf Asphalt. Wenn es dich da hinhaut, ne, dann ist vorbei. Was ich schon, ich habe da auch schon Krankenwagen gerufen, weil es einen in der Kurve auf in die Kurve reingedrückt hat. So, der hatte zum Glück einen Helm auf, ey. Der sah noch ganz frisch aus danach. Aber okay, ich bin tot. Nein! Ach, knapp. Knapp. Fast hätte ich es überlebt. Ist es doch ein Timing-Ding?
Weiche ich zu früh aus? Den ersten? Ist es doch einfach ein Timing-Ding? Und ich habe es bisher einfach nicht gesehen? Bin ich zu früh ausgewichen? Jedes Mal? Viel zu früh? Bin ich gerade beim über Skateplatz Geschichten erzählen, habe ich gerade gemerkt, dass ich einfach dumm war bisher in diesem Kampf? Möglich. Ich will es mal nicht ausschließen. Ich glaube, ich bin schon wieder zu früh ausgewichen. Weil ich in dem Moment ausweiche, wo ich es gewohnt bin bei dem anderen Angriff, wenn sie genau gleich in der Luft steht, aber nicht so weit oben. Sie macht das ja, sie steht ja nochmal in so auf einem Bein in der Luft, wenn sie diesen kleinen Klingenansturm macht. Oder diesen Schwung auf mich zu, bei dem sie viel Strecke zurücklegt und so einen Stich macht, ist das, glaube ich. Ich glaube, sie macht nur einen Stich. Und da ist das Timing, nämlich sobald sie wieder nach unten geht. Also sobald ihr Fuß mehr oder weniger den Boden berührt. Ist das Timing hier wirklich anders? Oder haben wir uns die ganze Geschichte nur ausgedacht? Was denken Sie? So ging das doch bei X-Faktor, oder? Irgendwie so. Irgendwie sowas hat er immer gesagt, der Typ. Genau, hier, diesen Stich. Kannst du bitte jetzt sterben? Danke. Also, Zwischentod. Den Zwischentod erleiden. Fuck! No! Oh! Saufen, 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 saufen. Fuck, ich wusste, irgendeiner kommt da unten. Ich hatte zu wenig Leben, um das zu lernen jetzt. Schade. Schade, schade. Die erste Phase ist ohne diesen Wasservogeltanz ist die so easy, ne? Schnauze, leg dich hin. Hinlegen, habe ich gesagt.
Bleibst du bitte liegen? Bleib liegen. Ich habe gesagt, du sollst liegen bleiben. Können wir bitte... Leg dich hin. Ich habe gesagt, du sollst dich hinlegen. Schlaf jetzt ein. Hinlegen. Und schlafen. Oh nee. Schweinerei. Ach komm, ey. Ohne den Wassergeflügeltanz bist du eine Null. Liebe Marlene. Ohne den Wassergeflügeltanz bist du eine Null. Das ist das Einzige, was dich zu was macht. War ein kleines bisschen dumm von mir. Schlechtes Timing an der Stelle. Einfach. Vielleicht auch schon minimal drüber mittlerweile. Komm schon. Marlene. Marlene. Komm schon! Du willst es doch auch. Dich hinlegen und schlafen. So natürlich nicht. Gut, von mir aus. Nochmal von vorne. Und wieder da rein. Wupp, wupp. Der Zug ins Verderben. Ich glaube, ich werde schon wieder langsam wahnsinnig. Sowas passiert immer, wenn ich zu lang an einem Gegner rumhänge und es mich irgendwie dann so, keine Ahnung, wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann tue ich dumme Dinge. Absolut unnötigen Dummscheiß. Keine Ahnung, warum sie mich jetzt da getroffen hat und ich sie nicht. Weiß nicht, was das wieder für ein seltsamer Angriff war. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Liegen bleiben. So, jetzt hat sie kein Leben mehr, aber ich kann trotzdem noch ein bisschen reinprügeln. Hoppala. Scheiße, nee. Nee, ich hab nicht aufgepasst. Fuck. Oh, ich hab nicht auf mein Leben aufgepasst.
Ich hätte einfach nur saufen müssen. Dann hätte ich den Schlag von ihr überlebt. Es war ja die Scharlachfäule, die hat halt getickt gerade, aber das habe ich in Kauf genommen. Ich habe es gesehen, in Kauf genommen und ich brauche noch doch noch vielleicht den einen oder anderen. Einen einzigen ist mir gerade aufgefallen, brauche ich. Einen zusätzlichen. Oh, ärgerlich. Aber es war halt kein Geflügel dabei, ne? Es war kein Geflügel dabei, dann geht's. Ohne Geflügel ist sie... Ist sie nix. Nein! Ach, schade. Schade, schade. Es ist nur dieser Move, ne? So hart. Ah, ja. Ey, Flippo, danke für dein Mitgefühl. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was antworte ich da drauf. Aber ich denke... Das ist eine gute Antwort. Ja, da wollte ich schon wieder zu viel. Ich will immer wieder mal zu viel. Zu viel Damage rausknallen. Könnte man noch mal ein bisschen auf ein bisschen mehr Leben gehen, aber eigentlich ist es okay so. Shitty McTitty, ja, keine Ahnung. Sie drückt mich dann auch immer vor sich her mit ihrem Schwurbel. Mit ihrer Schwurblerei drückt sie mich dann auch immer vor sich her und dann weiß ich nicht, wann ich ausweichen kann, bin in Panik und ja, das war's dann immer ziemlich schnell. Vor allem, wenn ich wenig Leben habe. Selbst wenn ich viel Leben habe, gehe ich da immer mit wenig Leben raus. Ich habe es noch nicht geschafft, da mal wirklich mit ein bisschen mehr Leben rauszugehen aus der Nummer. Bleiben Sie bitte am Boden. Bleiben Sie bitte am Boden liegen! Bleiben Sie bitte am Boden liegen!
Ah, Hilfe! Nein, falsch. Keine Panik. Alles gut. Aua. Scheiße. Nee, ach, Panik. Panikrolle. Panikrolle. Panikrolle hat mich gekillt. Um nochmal ganz kurz auf die Skateplatznummer zurückzukommen, ne? Ich habe kein Problem damit, wenn die Eltern ihre Kinder da fahren lassen. Nur sollen die Eltern wissen oder zumindest begreifen, dass das kein Spielplatz ist, ne? Also... Das ist ja auch gut, wenn die Kinder da lernen zu fahren. Aber warum muss ich dann als fremder Papa den anderen Kindern beibringen, dass sie sich doch bitte umschauen, bevor sie in diese Bahn reingehen zum Beispiel und nicht einfach random losfahren? Warum bin ich derjenige, der da aufpassen muss? Das Kind muss lernen, selber aufzupassen, damit es nicht umgefahren wird. Ja, bitte, danke. Hoppla. So viel Schaden. Scheiße. Ist das gleich? Oh, schade. Ich hatte gehofft, dass sie eine neue Animation kriegt. Eine neue Grab-Animation in der zweiten Phase. Das wäre cool gewesen. Sie dreht zumindest in der zweiten Phase nicht mehr ganz so durch. In der ersten Phase, wenn sie mich in der Dark hielt, dann geht sie ja weiterhin auf mich los, als wäre ich noch am Leben, ey. Ah! Ah, ich will nix verstehen. Ich nix verstehen, was hier los seien. Ich bin vielleicht ein bisschen dumm. Ich bin vielleicht ein kleines bisschen dumm und hab keine Ahnung, was zu tun ist. Und bevor ich jetzt komplett verrückt werde, lassen wir es erstmal. Machen wir ein Päuschen. YouTube. YouTube. Twitch bleibt dran. Es kommt noch Programm. Aber YouTube.
Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr euch das hier angetan habt. Ach ja. Vielleicht kriege ich sie irgendwann. Vielleicht kriege ich sie irgendwann. Nicht vielleicht, ich krieg sie irgendwann. So nämlich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.